So, jetzt gibt es ein kleines Unboxing. Ich habe mir wieder was bestellt. Bei Amazon, so wie immer. Ich liebe Amazon. Das ist einfach nur total genial. Die sind so dermaßen schnell. Diesmal auch nichts Besonderes, sondern einfach nur. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie auf. Oh mein Gott. Ist kurz vor Weihnachten jetzt im Angebot gewesen, da habe ich mir gedacht, ja egal, bevor ich mir sowas aus China oder so bestelle, oder haben wir hier so ein wundervolles Stativ, das man fürs Handy oder für die Kamera, obwohl für die Kamera, ich weiß ja jetzt nicht, ob ich meine gute Kamera da reinmachen würde. Ja, man kann es auf jeden Fall in alle möglichen Richtungen biegen. Um die Höhe zu variieren, dann hat man hier noch so eine wundervolle Fernbedienung dabei. Und hier natürlich, na, lassen sich so den Handyhalter. Also kann man entweder hier direkt die Kamera drauf machen oder man nimmt es, bam. Okay, warte. Dann dreht man es drauf. Ja, Hilfe. Das Handy, warum sollte ich das Handy denn so da drauf machen? Das verstehe ich jetzt nicht. So, dann drehe ich es drauf da. Bäm. Hier kann man es in der Höhe verstellen. Dann kann man es hier gegen, damit es ein bisschen fixiert ist. Dann kann man das hier noch lösen, damit man das so variieren kann. Ja. So, und am Ende sieht das Ding halt so aus. Hat bei Amazon gekostet, glaube ich, grandiose, ja, 6 Euro. Nicht wirklich viel Geld. Gut, für so ein bisschen Pläste vielleicht doch. Bei eBay hätte man das wahrscheinlich für 3 Euro gekriegt oder 2,68 Euro oder was auch immer. Oder bei Wish oder bei Joom. Aber ich finde es ganz okay dafür, dass ich es halt schnell haben wollte. So, ich lasse euch den Link unten da. Werde auch noch ein paar andere Sachen verlinken. Bei Wish, bei Joom, bei eBay, bei Kleinanzeigen, ach, bei was auch immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne.